Diese Anzeichen verraten dir, dass du einen neuen Laptop brauchst. Am Samstagabend schaltet Mike seinen Laptop an, weil er ihn am Montag braucht und er bis dann hochgefahren sein muss. Wenn du das nachempfinden kannst, brauchst du wahrscheinlich ebenfalls einen neuen Laptop. Es gibt aber noch mehr Warnsignale, also bleib dran. Ist es dir manchmal peinlich, deinen Laptop in der Öffentlichkeit herauszuholen, weil er so klobig ist? Jeder Laptop, der dicker als 1,5 cm ist, ist alt. Klotzigere Geräte sind auch super laut und fühlen sich in deiner Tasche wie eine Hantel an. Musst du jedes Mal eine Stunde warten, bis dein Laptop aus dem Schlafmodus aufgewacht ist? Ein extrem langsames Hoch- und Runterfahren kann Anzeichen von zu vielen Apps im Hintergrund sein. Doch wahrscheinlicher ist es, dass dein Laptop sich seinem Lebensende zuneigt. Ein weiteres Anzeichen, dass dein Gerät es nicht mehr lange macht, ist, wenn generell alles langsam passiert. Braucht er ungefähr 2 Jahre, um ein PDF herunterzuladen und kannst du nicht mehr als 2 Programme gleichzeitig ausführen, heißt das, der Prozessor hat Schwierigkeiten. Da er das Gehirn deines Laptops ist, sind das keine guten Nachrichten. Fühlt er sich nach 2 Minuten Nutzung an wie eine heiße Pfanne? Je älter dein Laptop ist, desto mehr Staub sammelt sich im Inneren an. Der verstopft die Lüftung und sie arbeitet nicht mehr. Selbst wenn du einen Kühler verwendest und deinen Laptop nur auf einer festen, flachen Oberfläche benutzt, ist das nur eine Lösung auf Zeit. Wenn die guten alten Zeiten, in denen du Sushi bestellen, einen Aufsatz schreiben und einen Film streamen konntest, alles zur gleichen Zeit für dich schon lange vorbei sind, ist das ein weiteres Problem. Dann stimmt etwas nicht mit deinem Arbeitsspeicher, beziehungsweise hast du nicht genug davon. Dieser Speicher ist fürs Multitasking verantwortlich, sowie für das Wechseln von einer App zur nächsten. Klingt dein Laptop manchmal eher wie ein Raumschiff als wie ein Computer? Wenn bewegliche Elemente wie Lüfter, Laufwerk und ähnliches sich lockern, führt das zu seltsamen Geräuschen. Denk dran, deine Lüftung sollte nicht lauter sein als dein Sound auf Maximallautstärke. Was? Lauter bitte! Ist alles in Ordnung, solltest du keinerlei Probleme haben, das neueste Betriebssystem zu installieren. Wenn neue Versionen von OS und wichtige Systemupdates veröffentlicht werden, sind diese für neuere Computer bestimmt. Sie erfordern wahrscheinlich mehr Arbeitsspeicher, als dein Oldtimer besitzt. Bessere Prozessoren, bessere Grafikkarten und sogar bessere Motherboards. Hast du dir die Reihenfolge der Buchstaben auf deiner Tastatur einprägen müssen, weil du sie nicht mehr sehen kannst? Du haust in die Tasten, doch die Worte erscheinen erst 1 Minute später auf dem Bildschirm. Sieht aus, als wäre dein nächster Halt Bildschirmtastatur. Und das ist nicht gut. Ein weiteres Zeichen, dass es Zeit für einen neuen Laptop ist, ist die Tatsache, dass du immer in der Nähe einer Steckdose sitzen musst, da dein Akku nicht mehr so lange durchhält wie früher. Manchmal kannst du ihn ersetzen, doch manchmal sitzt er fest im Gehäuse. Wie auch immer, es ist der Beginn des Alterungsprozesses. Schaltet dein Laptop sich sofort ab, wenn du nur leicht am Stromkabel ziehst und lädt er nur in einem bestimmten Winkel, dann hat er seine besten Tage eindeutig hinter sich. Selbst ein neuer Akku hilft einem alten Laptop dann nicht mehr. Musst du 100 Fotos löschen, um ein neues Arbeitsdokument herunterzuladen? Irgendwann ist die Festplatte eines alten Laptops fast voll. Das verlangsamt die Gesamtleistung. Du könntest die Festplatte austauschen, aber überleg dir besser zweimal, ob das Geld wert ist. Solltest du öfter die Meldung Gerät nicht erkannt bekommen, ist es Zeit, sich nach einem neuen Gerät umzusehen. Einzelne Aspekte eines Laptops können nacheinander ausfallen. Deine eingebaute Kamera, dein WLAN-Adapter und plötzlich bist du nicht mehr in der Lage, Telefonkonferenzen zu führen oder ins Internet zu gehen. Nicht gut. Dauert es Ewigkeiten, jede App zu laden, die etwas komplexer ist als der Taschenrechner? Deine alte Hardware wurde für all die neuen Programme mit ihren coolen Features nicht gebaut. Das gleiche gilt für topaktuelle Games voller realistischer Grafikeffekte. Du solltest beim Ansehen der neuen Folge deiner Lieblingsserie nicht die Augen zusammenkneifen müssen. Schlechte Farbwiedergabe, Flackern, furchtbare Blickwinkel, niedrige Auflösung, ein pixeliges Display und kaum Hintergrundbeleuchtung. Du verdienst etwas Besseres und ein neuer Laptop kann dir das bieten. Folgt das Touchpad nicht mehr deinen Befehlen? Achte darauf, dass es nicht versehentlich deaktiviert ist oder ändere seine Einstellungen. Hilft weder das noch die Neuinstallation des Treibers, ist es ein Hardware-Problem.
Du könntest eine Maus kaufen, aber du weißt, was ich meine. Kratzer, Abschürfungen und Dellen auf deinem Gerät sind wie Falten in menschlicher Haut. Sie zeigen, dass dein Laptop mit jedem Start langsam älter wird. Also setz dir eine Erinnerung und überprüfe ihn jeden Monat. Falls du es jetzt das erste Mal tust und es übel aussieht, wird dein Laptop wahrscheinlich nicht mehr lange durchhalten. Bricht er willkürlich zusammen? Wenn das passiert, könnten sämtliche Daten verloren gehen. Wenn du die Option hast, eine Sicherungskopie zu machen, tu das und lass die Festplatte testen. Werden die Abstürze zur Normalität, sind die Tage deines Gerätes langsam gezählt. Hin und wieder ohne Grund ein schwarzer Bildschirm ist ein weiteres Risiko für einen Datenverlust. Und wenn du kein Fan davon bist, deinen Laptop mithilfe des Taskmanagers am Laufen zu halten, musst du ihn ständig neu starten. Jeder Neustart ist ein weiterer Schritt auf dem Weg ins Grab. Hat der USB-Anschluss aufgehört zu reagieren? Falls es nicht länger sichtbar ist, wenn Headset, Drucker, USB-Stick oder was sonst noch angeschlossen werden, ist das entweder ein Software- oder ein Hardware-Problem. Hilft es nicht mehr, deinen Laptop neu zu starten oder eine andere Buchse zu verwenden, ist es ernst. Beginnt dein Laptop immer mal wieder unkontrolliert zu piepen? Das sind Hilferufe deines Motherboards. Dazu kommt es meistens, wenn der Arbeitsspeicher verrutscht oder du neue Hardware falsch installiert hast. Schaltet dein Laptop sich nach dem Piepen nicht mehr ein, kannst du nicht viel dagegen tun. Solltest du öfter zum Laptop-Doktor gehen als zum Einkaufen, ist das ein weiterer Hinweis, um sich Sorgen zu machen. Ständige Reparaturen sorgen nur für eine höhere Rechnung. Irgendwann gibt es im Leben deines Laptops leider kein Zurück mehr. Und jetzt könnte es soweit sein. Falls du ein neues Ladegerät und einen Kühler gekauft, das neueste Betriebssystem installiert und den Großteil der Hardware ersetzt hast und dein Laptop noch immer langsam und laut ist, kommt der Arbeitsspeicher wahrscheinlich an seine Grenzen. Und dagegen kannst du nichts tun. Zum Abschluss, hast du schon mal eines der folgenden Dinge getan? Dein Laptop in direktes Sonnenlicht gestellt, im Auto oder am Fenster? Die Kabel deines Laptops sich verdrehen lassen wie ein Teller Spaghetti oder herumhängen lassen, wenn du den Rechner nicht benutzt hast? Dein Laptop als Essunterlage verwendet, ohne jemals die Krümel aus der Tastatur zu entfernen? Dein Laptop-Bildschirm mit parfümierten Feuchttüchern, einem nassen Lappen oder einem Reinigungsmittel geputzt? Ihn ohne Schutzhülle herumgetragen? Ihn rund um die Uhr an der Steckdose gelassen? All diese Gewohnheiten zerstören dein Laptop langsam Tag für Tag. Zu guter Letzt ist dein Laptop inzwischen zum hilfreichen Transformer geworden, der die Hausarbeit erledigt und dir die Post bringt? Ist er mit deinem Kopf synchronisiert, spielt traurige Musik, wenn du sie brauchst und geht online für dich shoppen, weil er genau weiß, was du gerade willst? Wenn du die letzten beiden Punkte ignorieren kannst, aber das Rest schuldig bist, sieht es aus, als müsstest du dich bald nach einem neuen Baby umsehen. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.